Land Unterstützung zu, solange es nötig sei. Die USA, Frankreich und Großbritannien haben den Vorwurf Russlands zurückgewiesen, laut dem die Ukraine den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe mit radioaktivem Material plane. Die Behauptungen würden von der Welt durchschaut werden, hieß es. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte den Verdacht, Moskau könnte selbst etwas Schmutziges planen. Er rief die Weltgemeinschaft zu entschiedenem Widerstand gegen eine Eskalation auf. Verteidigungsministerin Lambrecht informiert sich über den Reformprozess bei der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK. Diese war wegen diverser Skandale und rechtsextremistischer Vorfälle in die Kritik geraten. Im baden-württembergischen Calw sprach Lambrecht mit den Soldatinnen und Soldaten. Das KSK ist unter anderem für die Befreiung von Geiseln im Ausland zuständig. Noch einmal. Und dann fügen wir gleich einen Schritt vor. Und einen Schritt zurück bei. Bitte machen Sie nur jene Übungen mit, die Ihnen keine Schmerzen bereiten. Wenn das passiert, einfach bei der nächsten Übung wieder einsteigen. Einmal noch. So, jetzt fordern wir uns koordinativ. Gehen vor und zurück, klatschen zweimal und zurück auch wieder. Immer selber Fuß steigt nach vorne. Ja, das war der Nachrichtenüberblick von hier. Weiter geht's im MIMA mit Daniel Ponzen. Danke, Sarah. Schon lange vor dem Krieg in der Ukraine beschrieb ein Experte die russische Propagandatechnik mal so. Wenn ein Ereignis passiert, hinter dem in Wahrheit Moskau stehe, lasse der Kreml einfach ein paar andere ausgedachte. Ja, das war der Nachrichtenüberblick von hier. Weiter geht's im MIMA mit Daniel berichtet. Wochen, so hoffen die Soldaten hier, wird Cherson befreit sein. Es wäre die bislang Symbol. Er für Überflutungen und Erdrutsche ließ Bäume und Stromleitungen umknicken und verursachte Schäden an Gebäuden und Straßen. Die Behörden meldeten 2 Tote. Der Wirbelsturm war gestern mit bis zu 195 Kilometer pro Stunde auf Land getroffen. Das Wetter heute im Süden länger anhaltender und zum Teil kräftiger Regen, sonst ein Wechsel von Sonne und Wolken mit Schauern, windig, Höchstwerte 15 bis 22 Grad. Wer wird neuer Premierminister oder Premierministerin von Großbritannien? Die Antwort darauf könnte es bereits heute geben. Denn nur noch bis 15 Uhr können Bewerber ihren Hut in den Ring werfen. Eines steht jedoch bereits fest, ein Comeback von Boris Johnson wird es vorerst zumindest nicht geben. Boris Johnson auf dem Weg zurück an die Macht? Extra aus dem Urlaub zurückgekehrt, macht er sich gleich daran, hinter den Kulissen die Strippen zu ziehen. Noch gestern Abend behauptet Johnson, mehr als die erforderlichen 100 Unterstützer von seiner Kandidatur überzeugt zu haben. Und zieht sich dann mit einem kurzen Statement überraschend zurück. In den letzten Stunden bin ich leider zu der Erkenntnis gelangt, dass es nicht richtig wäre, zu kandidieren. Man kann einfach nicht effektiv regieren, wenn man die Partei im Parlament nicht hinter sich hat. Damit scheint der Weg frei für Johnsons ehemaligen Finanzminister.